Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Du bist Level 3 oder sogar höher und hast bereits deinen ersten Tausender in Night City gemacht. Dann gratuliere ich dir, die harten Zeiten sind jetzt vorbei. Also, wenn du willst. Zunächst, was benötigst du? Du brauchst Junk und zwar mindestens 3 Stück davon, besser mehr. Aber nicht falsch verstehen, vom selben Junk, also jetzt nicht 3 verschiedene Junk-Teile. Wenn du nichts bei dir hast, wie hier meine Wilde Guard, dann musst du dir zunächst Junk kaufen. Wenn du einen Stapel Junk hast, dann kannst du das Kapitel, was jetzt beginnt, überspringen. Okay, Junk besorgen. Das kannst du hier in Watson erledigen und zwar im Distrikt Kabuki. Dort gibt es einen Junkhändler, der dich garantiert abzockt. Aber zumindest nur einmal, danach bist du nämlich dran. Wir starten vom Schnellreiseterminal Creek Loop. Von hier aus ist der Junkhändler nicht wirklich weit. Der Typ redet und verkauft Müll, also machen wir hier schnell. Ich kaufe Cubes und zwar so viel ich mir leisten kann, also ganze 4 Stück. Ich habe nun 4 Cubes. Wenn du bereits Junk hattest, solltest du jetzt ebenfalls irgendeinen Junk-Stapel haben. Den Stapel verkaufen wir nun bei irgendeinem Händler oder einer Dropbox. Das Ganze geht natürlich auch bei Ripper Docks. Der Trick dabei ist jedoch, dass wir einen Glitch nutzen und der geht so. Als erstes verkaufst du sämtlichen Junk, außer eben diesen Stapel. Verlass den Händler danach und geh wieder rein. Es ist wichtig, dass du wirklich nur diesen Stapel Junk hast, weil bei manchen Leuten der Glitch sonst nicht funktionierte. Okay, nun drückst du die Alles Junk verkaufen Taste. Auf dem PC ist das G. Auf der Konsole musst du schauen, welcher Button unten angegeben ist. Es ist super wichtig, dass du die Taste oder den Button dauerhaft gedrückt hältst. Nicht loslassen, auch nicht kurz. Nein, nicht, niemals, never. Während du die G-Taste also Richtung Boden drückst oder eben den Button gedrückt hältst, gehst du nun auf den Stapel Junk und dann auf Verkaufen. Das Verkaufsfenster öffnet sich. Lass die Alles Junk verkaufen Taste bzw. den Button nun wieder los. Also wirklich, du kannst loslassen. Nun verkaufst du immer ein weniger als du gesamt hast. Also ich habe 4, ich verkaufe ein weniger, also 3. Hast du 100, verkaufst du 99 und so weiter und so fort. Wenn du das machst, kommt danach die Rückfrage, ob du den gesamten Junk verkaufen willst. Das bestätigst du. Somit hast du deinen Junk-Stapel nun 2-mal verkauft. Naja, abzüglich einem Teil. Nun kannst du den Stapel wieder zurückkaufen. Das Spiel beginnt von vorn. Du hältst die Alles-Junk-Verkaufen-Taste gedrückt. Währenddessen gehst du auf den Stapel und auf Verkaufen. Das Verkaufsfenster öffnet sich wieder. Lass die Taste bzw. den Button wieder los. Du kannst nun die ganze Menge auswählen und ziehst dann wieder ein Teil ab. Auf dem PC drücke ich dafür immer die E-Taste für alles und mit der Pfeiltaste nach links ziehe ich dann das Teil ab. Geht super easy und super flott. Nun kommt wieder die Nachfrage, alles Junk verkaufen? Bestätige das wieder und du siehst, dein Stapel ist abermals angewachsen. Kauf den Stapel nun wieder zurück. Das Ganze machst du jetzt so lange, bis du keinen Bock oder der Händler kein Geld mehr hat. Du solltest nun tausende von Junk-Teile haben. Geh nun in deinen Rucksack und dort zum Junk-Stapel. Den nimmst du nämlich nun auseinander, aber natürlich nicht alles, lass immer ein paar Junk-Teile übrig, um die Verdopplungsaktion immer wieder durchführen zu können. Wie du siehst, gibt jedes Junk-Teil eine gewöhnliche Komponente, also eine Komponente der Stufe 1. Allein das Auseinandernehmen gibt dir auch schon Techie XP, wodurch du genau in dieser Fertigkeitsklasse auch steigst. Also ein super genialer Boni. Du kannst nun die Stufe 1 Komponenten auf Stufe 2 bringen und diese dann auf Stufe 3 und so weiter. Wenn du Komponenten brauchst, ist das dein Weg. Aber gerade am Anfang ist Kohle wichtiger und darum geht's ja jetzt hier auch, deshalb gehen wir den anderen Weg. Wechsle in die Itemherstellung. Standardmäßig kannst du mit einem Level 3 Char bereits einige gewöhnliche Waffen bauen. Ich habe mal alle gebaut und dabei stellte sich heraus, dass die D5 Sidewinder die beste Wahl ist. Sie bringt uns nämlich 770 Eddies. Dabei kostet sie gerade einmal 30 gewöhnliche Komponenten, die dich erfreulicherweise ja nichts mehr kosten.
Die Rechnung ist also so. Hat ein Händler 20.000 Eddies, kannst du rund 6.000 Junk-Teile machen. 6.000 Junk-Teile entsprechen 6.000 gewöhnlichen Komponenten. Geteilt durch die Produktionskosten in Höhe von 30 Komponenten ergeben sich mindestens 200 D5 Sidewinder. Das ist dann ein Erlös von 154.000 Eddies und das geht wirklich ratzfatz. Um alle zu verkaufen, musst du halt immer mal wieder 24 Ingame-Stunden vergehen lassen, damit der Händler halt wieder Kohle bekommt. Denn am Anfang sind selbst Ripper Dogs noch nicht so finanziell super unterwegs. Falls du bereits mehr Sachen bauen kannst, dann überprüf immer, ob es nicht ein besseres Teil gibt, das du für die 30 Teile bauen kannst. Also die D5 Sidewinder war für mich jetzt super, aber es kann natürlich sein, dass du irgendein anderes Blueprint hast, womit du eine Waffe herstellen kannst, die zum Beispiel 800 oder 1000 Eddies bringt. Da musst du halt mal schauen. Abseits von ohne Ende Komponenten und Kohle machst du natürlich auch eine Menge Techie XP, womit du im Techie Level unter Fertigkeiten steigst. Das gewährt dir wichtige Boni, allen voran zwei Vorteilspunkte, die du auf alles einsetzen kannst, was du willst. Die bekommst du bei Techie Level 15 und bei Techie Level 35. Vergiss das nicht. Und schon habe ich zu viel versprochen? Die harten Zeiten sind vorbei. Naja, zumindest bis Netwatch die Lücke mit einem Update wieder schließt. Also halt dich ran, denn wer weiß, wann es soweit ist. Jo, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.